Patienten stellen sich bei uns vor mit Halsschmerzen und teilweise auch schon deutlichen Schluckbeschwerden, haben manchmal sogar schon eine klusige Sprache. Und es ist so, dass wenn man in den Mund reinschaut, die Mandeln deutlich vergrößert sind, gerötet sind. Man sieht teilweise auch schon Stippchen auf den Mandeln. Und das sind die ersten Anzeichen für eine Mandelentzündung. Eine Mandelentzündung ist dann gefährlich, wenn sie fortschreitet. Das heißt, die Bakterien können wandern. Die können auch Richtung Herz oder auch Niere wandern und dort eine Endokarditis zum Beispiel verursachen. Es kann aber auch sein, dass die Bakterien zum Beispiel seitlich in die Halsgefäßnervenscheide wandern und dort auch eine Entzündung verursachen und darüber bis ins Brustfellkorb, also ins, in das Mediastinum gehen. Und dann kann es sogar lebensbedrohlich werden. Und dort, wenn es dort zu einer Abszessbildung kommt, das ist sehr, sehr gefährlich dann. Die Mandelentzündung, die klassische Mandelentzündung, wird erstmal mit Antibiotika behandelt. Darunter schlägt es in der Regel auch gut an. Was ist, wenn trotzdem Mandelentzündungen immer wiederkehrend sind? Das sprich, wenn Mandelentzündungen häufiger als 6-mal im Jahr mit Antibiotika behandelt werden müssen, dann stellen sich Patienten zur Operation vor und dann würde man auch die Mandeln entfernen.